Mein Name ist Ulrike Zobal und das ist Zeichensetzung. Ich begrüße Sie zu Folge 23 der Reihe von Göttinnen und Göttern, Helden, Dämonen und großen Magiern und möchte heute auf die sogenannte Lieder-Edda zu sprechen kommen. Auch hier wieder empfehle ich Ihnen ein Reklamheftchen, in dem Sie eben doch berühmte Lieder aus diesem Liederkreis finden werden. Ich stehe sehr auf diese Reklamausgaben, weil man sie sehr gut handeln kann, weil man sie immer auch mitnehmen kann, wohin man auch immer geht in der Handtasche, passen immer die Reklamheftchen hinein. Worum handelt es sich bei diesen Heldenliedern der Lieder, sogenannten Lieder-Edda? Das ist eine Sammlung altisländischer Texte unbekannter Autoren, in der Regel unbekannte Autoren. Es sind Götterlieder und Heldenlieder, Lieder von Göttern und von Helden. Niedergeschrieben sind sie um 1270 worden. Aus dieser Zeit haben wir den ältesten Kodex. Also sie sind niedergeschrieben worden nach der Edda des Snorri Sturluson, die wir das letzte Mal uns ein wenig angeschaut haben, in einem Kodex, genannt Codex Regius, der königliche Kodex, der in Kopenhagen in der königlichen Sammlung liegt. Die ältesten Lieder stammen aus dem 10. Jahrhundert, verweisen aber auch inhaltlich auf frühere Jahrhunderte. Und die jüngsten stammen aus der Zeit der Verschriftlichung, also aus dem späten 13. Jahrhundert. Datiert sind sie also in der sogenannten Wikingerzeit, das heißt der Zeit, in der die Wikinger Europa unsicher gemacht haben, vom 10. bis zum 12. 13. Jahrhundert hinein. Immer wieder kommt die Frage auf, wie authentisch sind diese Lieder, wenn wir etwas über den Götterglauben, der darin geschildert wird, erfahren wollen. Entschuldigung. Und da gibt es unter den Wissenschaftlern sehr unterschiedliche Positionen. Sehr viele Wissenschaftler sagen, dass diese Lieder eigentlich die Vorstellung wiedergeben der Zeit, in der sie schriftlich verfasst wurden. Also sie sind modern, sie sind christlich stark beeinflusst, nicht ursprünglich. Und andere Wissenschaftler wieder sagen, dass sie sehr, sehr alte Vorstellungen widerspiegeln, die vorchristlicher Natur sind. Und da gibt es einen heftigen Streit, der nicht gelöst ist, und viele Argumente dafür und viele dagegen. Zum Beispiel ein Argument ist auch, wenn wir in diesen Texten von Dingen erfahren, die Archäologen in früheren Jahrhunderten gefunden haben, also die vielleicht aus dem 3., 4. nachchristlichen Jahrhundert stammen. Und diese Dinge werden dann in den Liedern erwähnt, heißt das noch lange nicht, dass die Lieder selbst aus dieser Zeit stammen müssen. Und das ist natürlich vollkommen richtig. Die Wissenschaftler schwanken zwischen zwei Positionen, aber man ist sich eigentlich einig, dass diese Lieder doch eben vorchristliche Inhalte widerspiegeln, die dann eben in der christlichen Zeit literarisch verarbeitet worden sind. Nur eben, wenn man ins Detail geht, wird man halt unsicher, was nun vorchristlich ist und was schon christlich geprägt. Ich habe etwas Ihnen schon erzählt, was auch immer zeigt, dass diese Texte in christlicher Zeit verfasst sind. Christliche Zeit, die eben auch durch die griechische Philosophie geprägt sind. Das Christentum ist ja ganz stark auch durch die griechische Philosophie, Sokrates, Platon, Aristoteles
geprägt waren. Und da haben wir auch so etwas wie Gedanken, die sagen, es gibt für etwas einen Anfang und ein Ende. Und wenn bei Snorri Sturluson ein Inhalt chronologisch erzählt wird, dann ist das ein Hinweis darauf, dass der aus einer relativ späten Zeit stammt und nicht ursprünglich die Vorstellungen der germanischen, heidnischen, polytheistischen Götterwelten wiedergibt. In der Liederedda haben wir 16 Götterlieder, die Wissen vermitteln wollen über die Götter, und 24 Heldenlieder, die Helden ehren, ihre Tapferkeit, ihre Ermordung schildern, Rache schildern und den Ruhm dieser Menschen in die Gegenwart weitertragen wollen. Zu den Götterliedern zählt die sogenannte Völuspá, der Seherin Weissagung, die nun die Entstehung der Welt schildert. Und in diesem Folge 23 will ich den Fokus legen auf die Entstehung der Welt, wie sie in diesen Sagen, in diesen Mythen überliefert ist, und auch die Vorstellung, wie sieht denn jetzt diese Welt aus? Eine Welt, die wir dann eben auch immer wieder geschildert sehen in den Romanen des 20. und 21. Jahrhunderts, die in diesen germanischen Mythenwelt spielen. Und dann gibt es die Heldenlieder, zum Beispiel die Helgelieder oder das Atli-Lied. Aber ich möchte eigentlich in dieser Sitzung Ihnen das die Völuspá, der Seherin-Prophezeiung, in Ausschnitten vorlesen. Die Weltentstehung. Und dann Ihnen schildern, wie man sich diese Welt vorzustellen hat. Sie beginnt also, ich übersetze, ich nehme gleich eine Übersetzung ins Neuhochdeutsche. Gehör heisch ich heil'ger Sippen, hoher und niedrer Heimdalls Söhne. Du willst, Wallvater, dass wohl ich künde, was alter Mären der Menschen ich weiß. Weiß von Riesen, Weiland geborenen, die einstmals mich auferzogen. Mich gemeint ist die Seherin, die diese Weissagung verlauten lässt. Sie ist also von Riesen großgezogen worden. Weiß neun Heime, neun Weltreiche, des hehren Weltbaums Wurzeltiefen. Urzeit war es, da Ymir hauste, nicht war Sand noch See noch Salzwogen, nicht Erde unten noch Himmel oben, Gähnung grundlos, doch Gras nirgend. Und dann schildert die Seherin, wie der Kampf zwischen den Ahnen und den Asen und den Vanen losbricht und wie sie sich schließlich auch versöhnen. Das ist ja, wir haben ja in dieser germanischen Götterwelt die großen Asengottheiten, zu denen eben Odin gehört und auch Thor, aber auch Vanengottheiten wie Freya und Freyr, die aus einem anderen, mehr ackerbauerlichen Hintergrund stammen und etwas friedlicher sind. Ich glaube, ich habe es damit auch schon. Ja, genau. Nein, jetzt geht es hier weiter. Jetzt entstehen die ersten Götter. Gingen da dreie aus dieser Schar, mächtige, milde Asen zumal, fanden am Ufer unmächtig Ask und Embla und ohne Bestimmung, besaßen nicht Seele und Sinn noch, nicht Blut noch Bewegung noch blühende Farbe. Seele gab Odin, Sinn gab Hönur, Blut gab Lodur und blühende Farbe. Eine Eiche weiß ich, heißt Yggdrasil, den hohen Baum netzt weißer Nebel. Davon kommt der Tau, der in die Täler fällt, immergrün steht er über Urzquelle. Davon kommen Frauen, Vielwissende, drei aus dem See dort unterm Gipfel. Urd heißt die eine,
die andre Werdern, die, sie schnitten Stäbe, Skuld hieß die dritte. Sie legten lose, das Leben bestimmten sie den Menschenkindern, der Menschen Schicksal, also die drei Normen. Die hochheiligen Götter hielten Rat, ob die Asen sollten Abgaben zahlen oder alle Götter Opfer empfahen. Odin schleuderte das Geschoss in das Heer, da wurde Kampf in der Welt zuerst gebrochen. Zuerst gebrochen war der Burgwall der Asen, Schlachtkund gewarnen, stampften das Fell. Also ein kleiner Ausschnitt aus der Voluspa mit der Weltentstehung. Wir werden gleich nochmal die Edda zu Rate ziehen, wie man diese Weltentstehung auch noch etwas genauer schildern kann. Erwähnt wird hier der Riese Ymir. Der Riese, der am Anfang der Welt war und schließlich zerrissen werden muss, damit aus ihm die einzelnen Welten entstehen, zum Beispiel Midgard und Sonne und Mond. Dann werden die Asen und die Vanen in dieser Prophezeiung geschildert und schließlich eben wiederholt der Mythos von Asla und Embla, also der Esche und der Ulme, aus der die Menschen entstanden sind. Yggdrasil, der Weltenbaum, der die neun Welten miteinander verbindet und wo bis weit hinunter in die Unterwelt reicht, wo sich dann das Totenreich auch befinden wird, und die drei Nornen, die an den Wurzeln sitzen. Wir finden in Gylfis Täuschung in der Edda des Norristolussons auch sehr schöne Beschreibungen vom Anfang dieser Welt, die ich Ihnen das letzte Mal noch nicht vorgelesen habe und die ich jetzt nachtragen will. Ganz am Anfang. Zuerst war jedoch das Gebiet in der südlichen Welthälfte, das man Muspel nennt. Es ist strahlend und hell und heiß. Diese Himmelsrichtung steht in Flammen und brennt und ist für diejenigen unerträglich, die dort fremd sind und dort nicht ihre Heimat haben. Surt wird der genannt, der an der Landesgrenze Wache hält. Er hat ein lohendes Schwert. Und am Ende der Welt wird er losziehen, heeren und alle Götter vernichten. Verbrennen wird er die ganze Welt mit Feuer. So wird es in der Weissagung der Seherin genannt. Da spricht eben Sturluson von dieser Völuspa. Weiter geht's. Es gab die Flüsse, die Elivagar genannt werden. Als sie schon weit von ihren Quellen geflossen waren, da wurde der giftige Schaum, den sie mit sich führten, so hart wie Schlacke, die aus dem Feuer rinnt. Da entstand Eis. Und als dieses Eis liegen blieb und nicht weiter glitt, legte es sich dort über alles. Aber der Sprühregen, der aus dem Gift kam, gefror zu Reif, und der ganze Reif überzog alles andere im Ginnungagap. Der Teil des Ginnungagap, der sich in nördlicher Richtung erstreckte, füllte sich mit schwerem Eis und Reif. Dort drinnen herrschten Regen und Sturm. Aber der südliche Teil des Ginnungagap war dem durch die Funken und Glutteilchen entgegengesetzt, die aus Muspelsheim heranflogen. So wie die Kälte ihren Ursprung in Niflheim nahm, und ebenso alles Grimmige, so war all das, was in der Nähe Muspels lag, heiß und geißend, gleißend hell. Aber das Ginnungagap war so mild wie windstille Luft. Als der heiße Luftstrom auf den Reif traf, taute er und tropfte. Und aus diesen Gischttropfen entstand Leben durch die Macht dessen, der die Hitze gesandt hatte. Es kam der Körper eines Menschen hervor und der wird Ymir genannt. Ja. Hier haben wir die Vorstellung, dass noch bevor Asgard und Midgard und die neuen Welten entstanden sind und der Weltenbau, ganz am Anfang und ursprünglich gab es eigentlich so etwas wie Ginnungagap, einen Schlund, einen Chaos, eine Leere,
Und in diesem Schlund gibt es zwei Hälften, einmal eine südliche Welthälfte, die von Hitze und Sonne und Sod beherrscht wird, die in Flammen steht, und eine nördliche Hälfte, die erfüllt ist mit Eis und Regen und Reif. Und nun will es das Schicksal des Kosmos, dass diese beiden Hälften aufeinander treffen, und dort, wo sie aufeinandertreffen, schmilzt das Eis, und es tritt aus dem Eis langsam der Körper eines Mannes hervor, Ymir, eines Riesen, der nun eben in der Folge zerteilt wird und einzelne Regionen dieser Welt erschaffen wird. Also, es wird erzählt, dass er, als er schlief, zu schwitzen begann. Da wuchsen ihm unter dem linken Arm ein Mann und eine Frau. Und der eine Fuß zeugte mit dem anderen einen Sohn, von dem ganze Sippen abstammen. Das sind die Reifriesen. Den alten Reifriesen nennen wir Ymir. Wo lebte Ymir und wovon ernährte er sich? Zunächst begann der Reif zu tauen. Und daraus kam die Kuh hervor, die Audhumla hieß. Vier Milchströme flossen aus ihrem Euter, damit nährte sie Ymir. Wovon lebte die Kuh? Sie leckte die bereiften Steine ab, die salzig waren. Am ersten Tag, an dem sie die Steine leckte, kam aus ihnen am Abend Menschenhaar zum Vorschein. Am zweiten Tag der Kopf eines Mannes. Am dritten Tag war ein ganzer Mann da, der wird Buri genannt. Er war von schöner Gestalt, groß und stark. Er hatte einen Sohn, der Bor hieß. Dieser nahm eine Frau, die Bestla hieß, die Töchter des Riesen Böldhorn, und mit ihr hat er drei Söhne. Der erste hieß Odin, der zweite Willi, der dritte Weh. Und das ist mein Glaube, dass dieser Odin und seine Brüder die Lenker von Himmel und Erde sein werden. Wir meinen, dass es so heißen wird. Das ist der Name des Mannes, den wir den größten und berühmtesten schätzen, und ihr mögt ihn wohl auch so heißen lassen. Nun, diese drei Söhne schaffen nun die Welt. Sie nahmen Ymir, schafften ihn ins Ginnungagap und erschufen aus ihm die Erde. Aus seinem Blut das Meer und die Gewässer. Die Erde wurde aus dem Fleisch gemacht, die Berge aus den Knochen. Die Steine und Geröll machten sie aus seinen Zähnen, den Backenzähnen und aus den Knochen, die zerbrochen waren. Von dem Blut, das aus den Wunden floss und sich ausbreitete, schufen sie das Meer. Und als sie zusammen die Erde erschaffen und befestigt hatten, leiteten sie dieses Meer rings um sie herum. Den meisten Menschen wird es unmöglich erscheinen, dieses zu überqueren. Sie nahmen auch seinen Schädel, machten daraus den Himmel und setzten ihn an vier Ecken auf die Erde. Und in jeder dieser Ecken stellten sie einen Zwerg. Sie heißen so Austri, Vestri, Nordri und Sodri. Dann griffen sie nach den Funken, die herumflogen und aus Muspelsheim emporgeschleudert wurden. Sie befestigten sie mitten im Ginnungagap, oben und unten am Himmel, damit sie Himmel und Erde erleuchteten. Sie gaben allen Feuern Plätze. Einige waren am Himmel, andere flogen frei darunter. Doch sie gaben ihnen einen festen Platz und bestimmten ihre Laufbahnen. Wie wurde die Erde gestaltet? Sie ist am Rand kreisförmig, und ringsherum liegt das tiefe Meer. Und die Länder an diesen Stränden gaben sie den Riesengeschlechtern als Wohnort. Aber in der Mitte der Welt errichteten sie einen Wall um die Welt gegen die Angriffe der Riesen. Für diese Befestigung nahmen sie die Wimpern des Riesen Ymir, und sie nannten diese Burg Midgard. Dann nahmen sie sein Gehirn, warfen es in die Luft und machten daraus die Wolken. Ja?
Wir haben hier schon wesentliche Bestandteile der Kosmologie, des Kosmos der Germanen, nämlich entstanden aus dem Genungagap mit dem Riesen Ymir und der Kuh Audhumbla, die nun die Götter hervorleckt aus dem reif bedeckten Landen. Und dann haben wir die Vorstellung, dass dieser Ymir eben zerrissen wird und in der Mitte liegt eben Midgard, also eine runde Scheibe, umgeben von einem Meer, in dem später die Midgard-Schlange hausen wird. Und die Midgard ist eben umgeben von einem Wall, weil außerhalb dieses Meeres das Reich der Riesen liegt, das auch die Menschenwelt immer wieder bedrohen wird. Und aufgehäuft nun auf diese Scheibe ist sozusagen das ganze Gehirn von Ymir, der Schädel, der weit bis in die Wolken hinaufreicht. Und nun auch die Vorstellung, dass das also sozusagen der obere Bereich der Welt ist. Und unterhalb der Erde gibt es dann den unteren Bereich der Welt. Und hier haben Sie ja schon gehört, dass die Erde in vier Himmelsrichtungen, Osten, Westen, Norden, Süden geteilt ist. Und mit dem Weltenbaum entsteht nun so eine Weltenachse, die von den obersten Himmel bis in die Unterwelt hinein reicht. Und in der Krone dieses Yggdrasil genannten Baumes gibt es nun das Heim der Vanen und das Heim der Asen, wo die Götter wohnen, in ihren Hallen wohnen. Und diese Heime der Götter sind verbunden nun mit der Erde durch Bifrost, den Regenbogen, die Brücke, die die Götter mit den Menschen verbindet und die von Heimdall behütet wird, den Eingang in das Reich der Götter, sodass kein Mensch dort oder auch keine Riesen dort eindringen können. Und dann haben wir die Vorstellung, dass in der Unterwelt nun das Reich der Toten liegt, mit auch ganz finsteren Gebieten, ganz tief unten, und Niflheim, das Nebelheim. Und irgendwo im Süden muss es dann noch Muspel geben, das Muspelheim, in dem Surt wartet auf das Weltenende, die absolute Hitze, der absolut strahlende Sonnenstern, der dann die Vernichtung, das Weltenende auch herbeiführen wird, wenn er kommt. Noch ein kleines Stück aus der Edda. Da sandte Allvater die Götter aus, um diese Kinder zu ergreifen und sie mitzubringen. Als sie zu ihm kamen, warf er die Schlange in das tiefe Meer, das sich um das ganze Land, also Midgard, erstreckt. Aber die Schlange wuchs so sehr, dass sie mitten im Meer um alle Länder herum liegt und sich in den eigenen Schwanz beißt. Hel verbannte er nach Niflheim, in die Unterwelt, und gab ihr die Herrschaft über 9 Welten, denn sie sollte alle Wohnstätten mit denen teilen, die zu ihr geschickt wurden. Und das sind die Menschen, die an einer Krankheit und an Altersschwäche sterben. Sie besitzt dort einen großen Hof und ihre Zäune sind außergewöhnlich hoch und mit großen Gittertüren versehen. Also, das ist ungefähr die Welt, so wie sie sich die Isländer und die Germanen vorgestellt haben, was wir aus den germanischen Mythologien kennen. Und natürlich spiegelt das auch ein wenig, zumindest wenn man an Feuer und Eis denkt, die Geografie Islands wieder, eben diese vulkanische Insel mit ihren heißen Quellen, mit ihren sternenklaren Nächten und mit ihrer Kälte, mit ihren Gletschern. Man vermutet auch, das wurde manchmal gesagt,
dass in diesem Weltenbaum Yggdrasil die Milchstraße gemeint sein könnte, die eben in den nachtklaren Nächten Islands besonders gut zu sehen ist. Wir haben in diesen Vorstellungen ein ganz klares Oben und Unten, eine eigentlich eben eine Welt, mit die eben doch noch auf dieser Scheibenvorstellung beruht, eine Vorstellung, die auch die frühen Griechen gehabt haben und sehr viele archaische Gesellschaften haben. In der Krone des Weltenbaums ist Asgard, wo die Asen wohnen, wo es das Vanenheim gibt, wo die Vanen wohnen in ihren Hallen, wo auch die Lichtelben und Alfheim anzusiedeln ist und Nidavellir, Valir, Siodris goldener Saal, von dem einmal die Rede ist, aber von dem man sonst nicht allzu viel weiß. Das ist der Himmelsdom, der dann auch noch Midgard einschließt, da wo das Menschengeschlecht lebt, wo die Regenbogenbrücke die Welt der Götter und die Welt der Menschen verbindet. Ich habe noch vergessen, dass in der Unterwelt nicht nur Hel mit ihrem Totenreich wohnt und Niflhain, wo die ehrlosen Toten auch leben, die nicht friedlich gestorben sind oder im Kampf gestorben sind, sondern auch die Schwarzelfen, die wir auch noch als Bewohner dieses Kosmos finden werden, von den Zwergen ganz zu schweigen. Also es ist eine Welt voller Dämonen, voller Gestalten, die furchteinflößend sind, aber auch schöne Vorstellungen hervorrufen, wie eben die Lichtelfen, sowas werden wir ja dann auch bei Tolkien finden. Und das muss man sich eben zusammenholen aus den verschiedenen Überlieferungen, die eigentlich erst hochmittelalterlich tradiert werden, eben in der Edda des Snorri Sturluson, in den Heldenlieder, in der Heimskringla, in einzelnen Gedichten, in einzelnen Mythen. Daraus müssen wir uns eine Vorstellung dieser germanischen Götterwelt schmieden, die ja mit dem Christentum eigentlich verneint und vernichtet worden ist.